Die Telekom hat auf die Aussage von Björn Höcke reagiert, dass das Unternehmen in der Vergangenheit mit einem verbotenen Slogan der nationalsozialistischen SA geworben habe. Die Telekom will rechtlich gegen den AfD-Politiker vorgehen. Im TV-Duell mit dem thüringischen CDU-Chef Mario Vogt hatte Höcke versucht, sich zu rechtfertigen, weil er die Parole »Alles für Deutschland« in der Vergangenheit verwendet hatte. Er hatte deshalb einige Fälle aufgezählt, in denen angeblich auch andere den Slogan der Sturmabteilung der NSDAP verwendet hatten. Zitat: »Die Behauptung von Björn Höcke ist falsch. Wir geben das an unsere Anwälte und werden Herrn Höcke umgehend eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen«, teilte ein Sprecher der Telekom auf Anfrage von Focus Online mit. Nach Angaben der Telekom habe AfD-Chefin Alice Weidel im Oktober 2023 ähnlich argumentiert. Sie hatte dem Unternehmenssprecher zufolge zugestimmt, die Behauptung künftig zu unterlassen. Höcke, der wegen der Verwendung des SA-Slogans in der kommenden Woche in Halle an der Saale vor Gericht steht, verwies im TV-Duell auf einen Wahlkampfspruch von Donald Trump. Höcke sagte, er habe America First des ehemaligen US-Präsidenten frei interpretiert ins Deutsche übertragen. Auf die Frage, ob er während der Rede nicht wusste, dass es sich bei dem Ausspruch um eine SA-Parole handle, behauptete der thüringische AfD-Chef, Zitat: »Nein, ich wusste es nicht. Es handle sich um ein Allerweltsspruch. Höcke ist Geschichtslehrer, der Slogan hätte ihm also bekannt vorkommen können.«